Hallo, willkommen bei Let's Hustle, dem brokesten Bastelkanal auf YouTube. Ich dachte mir, das Wetter ist halbwegs gescheit heute, dann gehen wir wieder raus schweißen. Auf jeden Fall habe ich ein neues Schweißgerät, es hat sich viel ergeben. Wie soll ich das sagen? Ich zeige es euch unten, ab in die Werkstatt. Kann der Papi schweißen? Kann der Papi schweißen? Gehen wir schweißen? Schweißen? Ja! Ich sage es ungern, aber Pauline hat den Schlüssel in ihrer Handtasche. Während ich jetzt irgendwas suche, womit wir die Tür öffnen können, der Tango der Unaufgeräumtheit. Unsere Ausbeute sind ein Glas Erde, eine Gartenschere, ein Teleskopspiegel, ein Zollstock, ein Bandmaß, ein Schreinerhammer und ein Akkuschrauber ohne Bits. Jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo in den Schubladen Werkzeug habe. Toll, ein weiteres Schloss. Lötkolben. Ein Kritiker werden fragen, warum wartest du nicht einfach, bis Pauline aus der Mittagspause zurückkommt? Eli, nein! Oh, fuck! Raus da, komm. Pauline, wenn du das siehst, tut mir leid, ich bin ein Idiot. Es war nichts Schlimmes, der Hund hätte es essen können, aber es hätte es nicht sollen. Ihr müsst wissen, Eli ist der schnellste Hund von Mexiko und wenn man noch nicht aufpasst, frisst die alles, was essbar ist. Die ist einfach unglaublich schnell und gut. Noch einen Schraubendrehersatz, allerdings nur so feine Dinger. Einen Versuch haben wir noch und das ist es, im Auto nach einem Notfallwerkzeug zu gucken. Schauen wir mal, was hier so drin ist. Okay, wir haben Rocher, die in der Sonne schmilzen und yes, 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 yes. Notfall, Leatherman. Wie die coolen Kids. Hua! Achso, ja. Wind! Lass die Tür offen, Junge, was ist da los? Ja, hier in der Werkstatt ist alles noch mit dem Alten. Ich habe gerade auch festgestellt, dass mein ganzes Schweißzeug drüben ist mittlerweile. Also wir hätten hier gar nicht reingemusst, egal. Das hier ist mein neues Inverter-Schweißgerät. Das Alter, das kennt ihr bestimmt von Güte, das ist irgendwo mal durchgeraucht. Also das kann man anscheinend nicht länger als eine halbe Stunde verwenden. Dieser ganze Tisch hier, wie er hier steht, war auf dem Müll. Den habe ich mir mitgenommen, ein bisschen sauber gemacht. Und dann jetzt eben hier. Aber was ich auch noch auf dem Tisch habe, ist für Etienne eine Lichthalterung zu bauen. Und das können wir heute machen. Die Hälfte von dem Sechsagon, Oktagon, wie heißt das denn? Hexagon. Nach einem Haufen Verbrennungen, das Zeug ist nämlich immer noch heiß, und ein bisschen Schleifen, habe ich jetzt dieses halbwegs schöne Händelding hier rausbekommen. Das soll später hinten an die Lampe, dass man die quasi dann justieren kann damit. Was ich jetzt noch mache, ist die Halterung für die gesamte Lampe zu bauen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist dieses Teil als kurzes hier aufbringen. Dann schweiße ich hier eine Mutter ran und dann kommt hier einfach nur eine Schraube durch, die dann quasi sich festziehen kann. Das auf der ganzen Seite genauso mal. Und dann kann man diesen Rahmen hier quasi drehen und darauf kommen dann die ganzen LED-Panel etc. pp. So, meine Hoffnung ist jetzt, dass durch die Schrauben die Muttern an den Platz gehalten werden, wo sie hin sollen. Und ich diese dann hier festschweißen kann, die Muttern wieder raus und dann habe ich quasi ein Gelenk, was ich einschrauben kann. Ich überprüfe das jetzt nochmal, nicht, dass ich Mist mache und dann
Schmeiß mir. Hat schon besser geklappt, als ich dachte. Also wir sind jetzt hier in diesem Status. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist dieser Mechanismus hier. Der klemmt noch nicht richtig fest. Da muss ich mir was überlegen. Soweit zu meinen Ideen, soweit zu meinem Bild. Ich werde mit Jan das mal was schicken und dann würde ich sagen, bauen wir das nächste Mal weiter. Ich muss mich jetzt schon wieder vorbereiten. Es geht heute nach Nürnberg auf die Holzhandwerk. Dort werde ich beruflich sein und nicht privat. Aber vielleicht finde ich ein bisschen Zeit, was zu filmen, euch was zu zeigen, wie es da abgeht. Und in diesem Sinne dann bis Sonntag. Ciao, ciao. Mit V, euer Kicker Erd.